Damit herzlich willkommen zurück zu der grauenvollsten Welt, die ich je in Minecraft hatte. Wem diese Welt nicht gesagt hat, wie sehr das Spiel einen hassen kann, den weiß ich auch nicht mehr. Höchstwahrscheinlich werde ich bald immer kurz in die Psychiatrie gehen und eine Anti-Aggressionstour machen. Also, eigentlich bin ich ja noch ziemlich ruhig geblieben. Ich habe zwar immer den gleichen Mist gelabert, aber ich bin zum Glück nicht total ausgerastet, was eigentlich auch ziemlich schlecht wäre. Das ist jetzt schon eigentlich der dritte Part, den ich am Stück produziere, weil ich jetzt so ein bisschen mal ernsthaft anfangen will zu spielen. Und nicht immer das gleiche, in die Höhle reinlaufen, sterben, versuchen die Sachen wieder zu holen, in die Höhle reinlaufen, sterben, versuchen die Sachen wieder zu holen. Das wollte ich jetzt euch nicht nochmal antun, deswegen spielen wir jetzt einfach mal auf Easy. Ich wusste nicht mal, dass ich auf Normal habe. Vielleicht lag es auch die ganze Zeit daran, dass wir hier Massensterben hatten. Hoffen wir es mal einfach nicht. Okay, das Schwert hier hält noch ein bisschen. Aber auch nur für kurze Zeit. Wir machen uns sicherheitshalber einfach nochmal ein zweites. Weil die Schwerter halten hier nicht lange. Ich gehe jetzt auch erstmal noch schlafen. Für einen neuen Minecraft-Start. Da, Schaf im Hintergrund. Wir müssen uns dann auch erstmal, haben wir noch, ein Stick. Aber wir machen uns jetzt erstmal eine Ho. Und fangen dann bald an, Kartoffeln anzupflanzen. Die Kohle behalte ich mal. Das packen wir mal hier rein, das brauchen wir ja nicht. Dirt kann man immer mal gebrauchen. Und so ein bisschen. Die Kartoffel muss da rein. Die darf uns nicht mehr verloren gehen. Das ist so gesagt und das Lebensversicherung. Ich baue mich immer einen Weg runter. Ich nehme ja irgendwie immer die gleiche Seite. Boop. Das kleiden wir bestimmt irgendwann mal aus. So. Unser erster Zombie. Ich hoffe, das endet bald. Ich hoffe, wir können jetzt hier so ganz normal in die Höhle laufen und sagen, ja, alles okay. Nein. Bleibt uns nicht erspart. Es bleibt uns nicht erspart. Es bleibt uns nicht erspart. Es bleibt uns nicht erspart. Ich habe mir vorgenommen, weniger zu sterben als sonst. Leute. Sieht aus, als wenn die Monster nicht aufhören zu spawnen. Nein, nein, nein. War ja klar. Naja, zumindest, wenn es so weitergeht, weiß ich keinen Weg mehr. Was soll ich eurer... Warum spreche ich darunter, weil ich mir gerade Weg gebaut habe? Was soll ich denn eurer Meinung nach tun? Wenn es so weitergeht, wenn ich jetzt immer wieder sterbe und die Monster einfach nicht aufhören zu spawnen. Dass ich so gesagt immer wieder das gleiche habe. So gesagt, sterbe ich, spawne und sterbe auch wieder. Und das Spiel laggt. Es sind zu viele Viecher. Das Spiel laggt einfach. Nee, Leute. Kommt schon. Ich spiele jetzt erstmal auf friedlich. Das wird jetzt eine Folge auf friedlich. Ich wollte es nicht tun, aber was soll ich eurer Meinung nach machen? Das Spiel läuft nicht mehr einwandfrei, weil zu viele Viecher werden. Was ist denn bloß mit dieser Stelle da los? Was hat es mit dieser Stelle hier auf sich? Was ist hier bloß, dass hier so viele Viecher spawnen? Lass mir meine Sachen zurück. Ist das Spiel irgendwie von einem Dämon besessen oder so? Ich meine, die Höhle der Dämonen hat den Namen nicht umsonst bekommen, aber so übertreiben muss man ja jetzt auch nicht. Ich meine, das ist ja schon fast Mobbing. Ist ja schon fast so, als würden wir uns das Spiel hier absichtlich ärgern. Damit wir keinen Spaß mehr haben. Und niemand will sehen, wie jemand andauernd und immer wieder stirbt.
Also im ersten Part war es ja noch ganz lustig, da hat man so sagen können, lol, wie er immer wieder abkratzt, aber kommt schon an alle von euch jetzt mal. Niemand findet es lustig, jemanden die ganze Zeit nur abkratzen zu sehen und denn eigentlich nur die ganze Zeit Debris zu sein. Na, es wird jetzt auf jeden Fall mal eine friedliche Folge. Aber ihr habt ja alle gesehen, das Spiel hat schon gehakt. Ich konnte niemanden nicht mehr schlagen, weil einfach überall was stand. Überall. Okay, ich werde erst ja Monster anmachen, wenn ich eine ordentliche Rüstung habe. Aber ist doch krank. Ist doch komplett krank. Vor allem die ganzen Creeper. Habt ihr schon mal jemals so viele Creeper auf einem Ort gesehen? Ich glaube nicht. Sowas gibt's nur bei mir. Nee, und das will ich euch echt nicht antun. Ich habe euch eine Höhlentour versprochen. Ich mache jetzt auch mal eine Höhlentour. Weil zum 1.000.000. Mal zu sehen, wie der super gute Minecraft Pro versucht, verzweifelt seine Sachen zu holen und daran kläglich scheitert, ist denn doch nicht so das Lustigste. Deswegen habe ich beschlossen, jetzt einfach mal auf Peaceful zu spielen. Ist mir egal, was ihr sagt. Wenn ihr so ein Let's Play hättet, würdet ihr nichts anderes tun. Weil Let's Plays sind, denke ich, dazu da, dass sie euch Spaß machen. Und wenn ihr einfach mal da am Dauersterben seid, ist kein Spaß mehr. Naja, laber ich euch, hör ich mal auf, euch zu labern. Das ist jetzt also die Situation, die bleibt auch so, da muss ich jetzt niemand beschweren. Ich werde sie jetzt erstmal nicht ändern, solange ich mich allmählich aufgebaut habe. Da das ja unglaublich ist. Da hätte ja nicht mal eine Dia-Rüssi geholfen, so wie die mich da aufgemischt haben. Hui! Und das Lustige ist, wenn man sich so die Parts hintereinander anguckt, was ich jetzt wahrscheinlich mal machen will, sieht man mal, wie derbe die die Höhle hier zerstört haben. War davor vielleicht so ein kleines Loch, aber nein. Ist hier so ein riesiges Loch. Ja. Einfach mal ein großer Einschlagsteller. So, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Aber trotzdem eine schöne Höhle. Wenn wir nicht am Dauersterben wären, wäre es eine schöne Höhle. Eigentlich so ein Wunsch von jedem Minecraft-Spieler. Aber wenn der Wunsch zum Albtraum wird, kann ich ja nur mal so sagen. Naja, ist ja auch egal. Ich will jetzt nicht rund um das Thema rumquatschen. Wir reden einfach weiter hier. Wir reden das, was wir gerade machen. Epic Kohle abbauen. Boah. Oh, epic. Wow, Swag. YOLO Swag, Digga. Hier. Ja, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir Kohle. Oh mein Gott, gleich hat er Kohle. Boah. Wie Gangster einfach mal die Kohle abbaut. Oh, man glaubt es fast nicht. Oh, da schlägt er einfach mal die Kohle hier aus dem Block. Leute, böse. Mehr Eisen. Schnomm, 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 schnomm. Schnomm, 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 schnomm. Lecker, lecker Eisen. Die Höhle wird mir auch immer ein Albtraum sein. Immer wenn ich sage, wir machen eine Minentour, könnt ihr euch schon mal auf was freuen. Ich sitze denn hier so zitternd in meinem Stuhl und nur so, ich habe Angst vor der Höhlentour. Aber ich mach's ja für euch. Ohne Höhlentouren wäre ja Minecraft nicht Minecraft. Können wir ja gleich Baucraft spielen. Obwohl es das nicht gibt. Das ist einfach eine billige Kopie von Minecraft. Ah, hier ist noch viel Kohle. Lass ich erstmal da. Wir haben ja schon wieder über ein Stack. Lass ich erstmal da. Und zum Glück finden wir hier noch raus. Ist ja ein Sorti. Aber wir suchen jetzt erstmal ein bisschen Eisen zusammen. Bevor wir hier anfangen, die ganze Kohle abzubauen. Und wieder ein super wunderschönes Tunnelsystem.
Ach, wie ich es liebe. Tunnelsysteme. Und wo sind wir jetzt? Keine Ahnung. Hauptsache Tunnelsysteme. Da war aber noch Eisen. Ich will Eisen. Wir haben 24, Mensch, voll viel. Können wir uns eigentlich schon ein Haus draus bauen? Aus Eisenblöcken. So ein Eisenerzhaus. 100% resistent gegen alles. Hat eigentlich irgendjemand eine Begründung, warum immer so neuner Eisen vor. Oh, Tela. Oh, 12er. 13er. 15er. Okay. Hat eigentlich jemand erklärt, warum es so meistens so neuner gibt? Also das so. Kohle. Das so meistens die das Eisen in viel in einer acht in einem Achterblock platziert ist und dann sogar noch Unverschämtheit einen kleinen Zipfel hat, so ein kleines Geschwür. Nein, ihr habt keine Erklärung. Oh. Wow, unser schmuckes Eisen. Wow, das Spiel macht echt viel Spaß ohne Monster. Wenn ich bekannter bin und das Leute hier sehen, hoffe ich, dass sie mir mal eine Videoantwort schicken, wie es bei ihnen ist. Aber ehrlich, naja. Nein, ich bin für immer gefangen. Gold? Warte. Wie tief sind wir? 3. 26. Oh. Geht eigentlich. Also, hier haben wir eine kleine Wasserhöhle. Aus der wir uns auch schnell rausbauen. Hüp, hüp. Ja, klasse, hier, wir mit unseren Muskelfäusten können wir so einen Block aufbauen. Tut mir auch leid, wenn es hier euch ein bisschen langweiliger ist ohne Monster, aber ich brauche Urlaub. Urlaub von all dieser Schande. Und diesen gnadenlosen Creepern, die überall um die Ecke lauern. So. Let's find order. Gut. Zum Glück haben wir eine kleine Steintreppe gebaut, ohne die wären wir wahrscheinlich nie wieder rausgekommen. Okay, das müsste immer jemand in Minecraft-Herstellern schreiben. Es war ein Fehler, das mit den Zombies zu machen. Ich habe mal jemanden gesehen, der hat so ein Let's Show gemacht, der wollte es vorstellen. Ist nicht passiert. Ja. Also an alle, die sowas zeigen möchten. Hier nehmt mein Let's Play. Stelle ich frei zur Verfügung. Könnt ihr so als kleines Show verwenden, wenn ihr die neue Version vorstellen wollt. Ich habe zumindest keine Böcke mehr. Ich habe keine Böcke mehr. Wir machen uns erstmal noch einen zweiten Ofen. Damit wir hier ein bisschen Massenproduktion haben. Und schmelzen unser leckeres Eisen ein. Und bauen dann uns auch bald eine Farm, aber ich werde als nächstes auch in Angriff nehmen. Diese Höhle, also diese Höhle. Ja, wir wohnen in einer Höhle. Ich kann sagen, die Höhle ist erstmal abgehakt, da gehe ich erstmal nie wieder rein. Ich stehe auch für euch wieder auf Easy. Aber diese Höhle ist tabu. Da gehe ich nie wieder rein. Ich bleibe jetzt nur noch hier draußen und baue erstmal in meinem schönen Haus weiter, in meinem schönen ökologischen Naturhaus. Und dann werden wir erstmal sehen. Ist schon ganz schön ätzend. Deswegen, ich will euch nicht mehr langweilen, weil ich jetzt seit 3 Parts mich über das gleiche Thema aufgeregt habe. Tut mir auch leid, aber da ich eh nicht wirklich der professionellste Let's Player bin, könnte mir ein bisschen egal sein. Aber ich will euch natürlich jetzt trotzdem ein bisschen Entertainment bieten. I love to entertain you. Ja, ist gar nicht geklaut. Deswegen gehen wir nie wieder in diese Höhle. Erst wenn wir die Drache-Rüssi haben oder Eisen-Rüssi mit Schutz 1 Million. Dann gehen wir da wieder rein, so dass wir auf keinen Fall sterben können. Naja. Mit dem schönen Eisen und dem Eimer hier
war's das dann auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen, weil was soll in dieser Folge gefallen? Ist leider ziemlich langweilig gewesen. Tut mir auch ziemlich leid für alle, die sich ein bisschen mehr erhofft hatten. Ja. Die Parts gucken, können wir uns wahrscheinlich verzeihen. Aber als nächstes nehmen wir den Hausbau in Anspruch. Das heißt, ein bisschen mehr Bau-Action, obwohl Bauen jetzt auch nicht das Actionreicheste ist. Naja. Tschüss, alle miteinander.